Ich bin 14 Meter hoch, bin fast 1000 Kilo schwer und ich hasse diesen miesen Job im Filmgeschäft so sehr. Einen Super-Horror-Streifen wollen sie mit mir drehen, den King Kong. Das Genie von Professor hat an alles gedacht. Nur an eines dachte nicht, was nach Drehschluss ich mach. Auch Gorillas wie ich brauchen was fürs Herz. Ich King Kong. Ich liebe unser Skriptgirl, doch sie macht sich nichts daraus. Ach, warum reißt das kleine Ding denn immer vor mir aus? Ich kann doch so charmant und auch so zärtlich sein. Ich King Kong. King Kong kommt und zersprengt alle Ketten. King Kong kommt, geht durch jede Tür. King Kong kommt, jeder will sich retten. Habt ihr Angst vor mir? King Kong kommt, heute will ich's wissen. King Kong kommt, Mädels, seid nicht so. King Kong kommt und lasst euch von mir küssen. King Kong macht euch froh. Ja, King Kong macht euch froh. Hilflos stapf ich in der dunklen Stadt herum und ich schau mich voller Sehnsucht nach einem anderen Mädchen um. Denn ich habe so ein großes, weiches Herz. Ich King Kong. Keine Angst, mein Kind, du bist haargenau mein Typ. Diese zarte, helle Haut macht mich zum Mädchendieb. Beschützen werde ich dich Tag und Nacht. Ich King Kong. Streicheln darfst du dann mein braunes Zottelfell. Liegst du in meinem Arm, das vergisst du nicht so schnell. Kein anderer wird dich lieben, so wie ich, King Kong. King Kong kommt und zersprengt alle Ketten. King Kong kommt, geht durch jede Tür. King Kong kommt, jeder will sich retten. Habt ihr Angst vor mir? King Kong kommt, will alle Mädchen küssen. King Kong kommt, Mädel, sei nicht so. King Kong kommt, bald wirst auch du es wissen. King Kong macht dich froh. Komm her, mein kleines Täubchen, ich tu dir nichts. Ich kann doch nichts dafür, dass ich so groß bin. Hör bitte auf zu weinen, das bricht mir das Herz. Hörst du, es hat schon einen Knacks. Darf ich dir etwas Kleines schenken? Vielleicht dieses rote Auto hier? Oh, kaputt. Hab ich dich jetzt verschreckt, mein Liebling? Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! King Kong, Sie sind umstellt! Lassen Sie das Mädchen frei! Seien Sie vernünftig! Na, geben Sie mir mal das Mikro! King Kongchen, mein Liebling, hier spricht dein Freund, dein Produzent. Lass doch den verdammten Unsinn, komm zurück ins Studio. Du bekommst noch mehr Prozente, komm zurück, bitte! Nein, ich will nicht, King Kong geht. Ich will so sein wie ihr, ich lass mich umbauen. Deshalb geh ich zu Professor Grinchmack, denn ich habe bereits einen Vertrag als Dressman. Ha, 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 ha.